So, grüß euch, servus, hier ist der Ruppi und heute stelle ich euch unser TNT-Kreatin-Monohydrat vor. Was ist drin, für wen ist es geeignet und wie sollte man es am besten einsetzen, das erkläre ich dir in diesem Video. Also, was ist drin in unserem TNT-Kreatin-Monohydrat? Wie der Name schon vermuten lässt, ist dort ein Kreatin-Monohydrat enthalten, aber kein normales, sondern von der Firma Creapur. Das ist quasi der Rohstoffproduzent. Der ist in Deutschland ansässig und ist eigentlich weltweit bekannt und dafür bekannt, dass es wirklich die beste Qualität an Kreatinmonohydrat eben durch die Bank ist eigentlich. Also da kommt eigentlich nichts anderes ran. Creapur hat sich wirklich auch in die USA, in Australien, überall durch die ganze Welt hinweg einen Namen gemacht. Und diesen Rohstoff haben wir natürlich bei uns auch mit dabei. Der ist ein bisschen teurer als gängige Kreatins. Aber diese Qualität lohnt sich. Es ist weniger grob, das heißt, es ist viel feiner. Man kann es dadurch natürlich viel, viel besser einnehmen. Das ist ein Vorteil. Der andere Vorteil ist eben auch, dass es wirklich sehr, sehr genau geprüft ist und genau das drin ist, was auch draufsteht. Was macht Kreatin jetzt eigentlich? Kreatin ist eigentlich ein Energielieferant für die Herstellung von ATP in unserem Körper. Das bedeutet, wenn ihr Muskelanstrengungen macht, verbraucht der Körper ja ATP. Und mit Kreatin ist eben das ein bisschen verstärkt und wir sind dadurch ein bisschen leistungsfähiger. Es heißt jetzt, man hört es ganz oft im Zusammenhang mit Kreatin, eben diese Wassereinlagerungen. Die Wassereinlagerungen passieren im Körper, aber hauptsächlich im Muskel. Ganz oft wird da gemeint, dass man eben subkutan, also unter der Haut, eben ganz, ganz viel Wasser speichert. Das ist nicht der Fall. Es bleibt eigentlich hauptsächlich im Muskel und das wiederum erkennt man dann eben auch auf der Waage. Also nicht wundern bei der Einnahme von Kreatin, dass die Waage meistens ein Kilo, manchmal vielleicht sogar 2 Kilo nach oben geht. Das ist ein ganz normaler Effekt damit. Wenn man das eben aber auch komplett durchnimmt, dann ist das einfach die neue Norm deines Gewichtes und da würde ich mich nicht groß drauf aufhängen. Also einfach akzeptieren, leistungsfähiger sein und einfach nicht erschrecken, wenn auf der Waage das ein bisschen höher ist. Für wen ist also Kreatinmonohydrat geeignet? Eigentlich im Prinzip für jedermann. Grundsätzlich kann man sagen, dass Kreatin, das ist eins der am besten geresearchten Produkte, die es eigentlich auf dem Markt gibt, mit über 700 Studien. Es ist sicher, es ist definitiv eine Leistungssteigerung da. Wir sehen das in sehr, sehr vielen überprüften Studien auch. Da ist die Evidenz sehr, sehr genau und sehr, sehr eindeutig, dass man auf jeden Fall mit einer Leistungssteigerung rechnen kann. Aber auch kognitiv kann das durchaus Sinn machen. Und da Kreatin normalerweise natürlicherweise in Fisch und in Fleischprodukten vorkommt, ist es natürlich auch für Veganer vielleicht eine ganz, ganz gute Alternative, weil die eben von Haus aus wahrscheinlich sehr, sehr viel weniger Kreatin zu sich nehmen. Und die Leistungssteigerung, vor allem auch in der Birne, ist dann natürlich eine sehr, sehr gute Sache. Grundsätzlich kann es also wirklich jeder nehmen, der eine Leistungssteigerung haben möchte. Und es ist auch sicher einzunehmen. Das Einzige, wo ich ein bisschen drauf schauen würde, ist, wenn ein vorhandener Nierenschaden schon da ist. Da sollte man es am besten vielleicht mit dem Arzt nochmal abklären. Wie sollte man jetzt Kreatinmonohydrat einnehmen? Es gibt verschiedenste Protokolle bei Kreatin. Man kann da Ladephasen machen, Dauereinnahme. Wir persönlich empfehlen diese Dauereinnahme mit 3 bis 5 Gramm. Wir haben hier schon einen Löffel hinterlegt, der 3 Gramm abmisst. Wenn man so ein bisschen mehr machen möchte, dann kann man da vielleicht den Löffel ein bisschen gehäufter machen. Grundsätzlich Ladephase, ja, nein, schwierig. Normalerweise ist eine Ladephase dafür da, die Speicher einfach schneller zu füllen. Ob das bei euch notwendig ist oder nicht, das könnt ihr selber überlegen. Grundsätzlich würde ich eigentlich davon abraten, weil es einfach nicht notwendig ist. Man kann einfach Kreatin durchgängig durchnehmen mit 3 bis 5 Gramm und dann ist das ganz normal so einzunehmen. Grundsätzlich vom Timing her gibt es jetzt nicht viel Evidenz, dass man da irgendwie genau drauf schauen sollte. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man es regelmäßig nimmt und da kann natürlich helfen, dass man es in seine Routine einbaut.
entweder in der Früh oder am Abend ist meistens so das Beste, was man machen kann. Einfach ständig mit einnehmen. Worauf man vielleicht noch achten könnte, ist, dass in einigen Boostern, in manchen Boostern ist dann eben Kreatin schon mit drin. Da kann man sich dann das hier sparen oder man schaut, dass man das eben so zusammen kombiniert. Also zum Beispiel Basic 4, wenn man jetzt dreimal in der Woche ins Training geht und ein Basic 4 nimmt, dann hat man dreimal auf jeden Fall schon mal Kreatin zu sich genommen. Und dann muss man sich halt eben überlegen, dass man für die restlichen Tage dann nochmal Kreatin extern zu sich nimmt.